Gestern haben wir uns noch den Bitcoin und die aktuelle Kryptomarktsituation angesehen. Heute geht es um Cardano, wichtige Updates, die sie nun implementiert haben, und eine weitere DEX, die nun gestartet ist. Vor einigen Wochen habe ich bereits über Everdome gesprochen. Hier gibt es weitere Informationen, die relevant sind. Deswegen bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Bevor wir mit dem Video starten, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, einen Daumen nach oben da lässt und einen Kommentar schreibst. Das würde mir und dem Kanal extrem helfen, kostet aber auf der anderen Seite wenig Zeit. Wir haben wie gesagt gestern kurz über den Bitcoin und über die aktuelle Marktsituation gesprochen, viele wichtige Informationen ausgetauscht. Doch heute würde ich ganz gerne nochmal über Cardano sprechen und über ADA, denn hier gibt es auch wieder wichtige Informationen. Entwicklungsschritte. Wenn wir uns die Performance angucken, dann ist da relativ wenig passiert. 2% in den letzten sieben Tagen und immer noch 21% im Minus in den letzten 30 Tagen. Aber das sehen wir ja an breiter Front bei verschiedensten Kryptowährungen. Das ist also aktuell nicht untypisch. Trotzdem geht es ja gerade eher wieder bergauf für die meisten Kryptowährungen. Und auch Cardano ist davon nicht unberührt, wobei wir natürlich davor schon in den letzten Monaten eigentlich eine deutlich stärkere Preisentwicklung gesehen haben und da stellt sich uns natürlich die Frage woran das vor allem liegt. Wir wissen, dass nämlich zum Beispiel Sunday Swap nun gelauncht worden ist und dass wir hiermit natürlich eine hohe Erwartungshaltung wieder verknüpft haben, genauso wie es mit dem Start der Smart Contract ja, Funktionen und Funktionalitäten war im September 2021. Nun ist Sunday Swap aber komplett live und im Mainnet aktiv. Man kann also direkt über Sunday Swap, also über die Decks eben aktiv werden. Doch es gibt hier einige große Probleme und zwar geht es vor allem darum, dass zum jetzigen Zeitpunkt eben die Skalierungsmöglichkeiten zu gering sind. Das Netzwerk ist verstopft, und dadurch, dass es verstopft ist, hat Input Output sich nun geäußert und sprach darüber, dass sie die Parameter nun updaten werden. Das heißt, also die Cardano Netzwerkkapazität wird erhöht von 72 Kilobyte auf insgesamt 80 Kilobyte, und das Ganze ist dann. Natürlich ein wichtiger Schritt, um letztendlich das Ganze um knapp 11% hier zu steigern, und natürlich auf der anderen Seite die Probleme, die gerade einhergehen mit der Skalierproblematik ja, eben zu lösen. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass Input-Output, also IOHK, Cardano und Charles Hoskinson sind natürlich gemeinsam hier die richtigen Entscheidungen treffen werden, um letztendlich diese ja, Kapazitätsprobleme zu lösen, um also die Geschwindigkeit natürlich auch wieder zu erhöhen und damit eben auch die Gebühren wieder zu reduzieren. In dem Moment, wo es natürlich zu einem Stau von Transaktionen kommt, wird das Ganze unweigerlich teurer und dauert länger und das ist natürlich alles andere als das, was wir eigentlich erwarten würden von Cardano, denn letztendlich ist Cardano ja deswegen initiiert worden, um die Fehler, die ETH gemacht hat, hier auszumerzen. Das war ja so die Idee. Charles Hoskinson hat ja mit an ETH gearbeitet und hat sich deswegen dann dazu entschieden, Cardano zu starten, weil er eben viele Probleme gesehen hat die sie gemeinsam nicht lösen wollen können, wie auch immer man das letztendlich sehen möchte. Und Cardano soll letztendlich dann die Lösung sein. Und Input-Output hat sich vor allem in diesem Jahr dazu bereit erklärt, gerade das Thema ja, Effektivität, Skalierbarkeiten, Kapazitäten vor allem anzugehen. Also vor allem alles, was rund um die Performance eben geschieht, hier weiter zu erhöhen. Das ist letztendlich das Ziel Nummer 1 in 2022. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Sie haben jedenfalls mit dem ersten Abschluss... Update hier schon wichtige Schritte getan und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in diesem Jahr noch viele weitere Informationen dazu bekommen werden, denn das ist eben das wichtigste Thema und damit steht und fällt letztendlich Cardano. Was wir außerdem sehen und hier geht es natürlich auch wieder um interessante On-Chain-Stats, haben wir eben auch einen kontinuierlichen Anstieg, vor allem die Daten im Januar zeigen gerade nur Gen Süden, außer bei den Delegated ja, ADA, die aktuell dort gelockt sind, aber wir sehen zum Beispiel dass wir hier bei dem oder im Allgemeinen bei den Smart Contracts bei ungefähr 75,4 Millionen US-Dollar sind, die aktuell gelockt worden sind. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das zeige ich euch später noch, aber es ist auf jeden Fall ein guter Start und bedeutet in dem Fall über 9.037 Prozent. Plus, wir sehen über 29,4 Millionen Transaktionen, wir sehen eben über 3,1 native Token, über... 1,11 Millionen Delegated Wallets. Wir sehen fast 3 Millionen Wallets, die letztendlich erstellt worden sind. Also egal, wo wir hinblicken, es geht eigentlich nur nach oben. Trotzdem sind 1,04% ADA aus den Pools, die delegiert waren, eben abgezogen worden. Aber es kann durchaus sein, dass eben dieses Kapital genutzt wird, um es eben im Smart Contract Bereich zu benutzen. Letztendlich sehr, sehr positive Stats. Die Frage ist natürlich auch, ob Cardano diesen... Trend eben beibehalten kann, schaffen sie es auch in den nächsten Monaten in der On-Chain-Analyse hier weiterhin zu steigen und all diese Werte zu pushen. Das werden wir sicherlich noch miterleben dürfen. Was wir außerdem sehen ist, dass zum Beispiel auch die nächste DEX live ist. Nachdem ja Sunday Swap bereits gelauncht worden ist und da war letztendlich auch die meiste Aufmerksamkeit ist Adex-Decks nun auch gestartet in der Version 1.0 und damit haben wir eine weitere wichtige Decks, die eben nun initiiert worden ist. Ich bin sehr gespannt, welche Auswirkungen das haben wird. Das Spannende an Adex ist nun eben auch, dass sie nicht nur 56.000 Follower gesammelt haben und auch kontinuierlich Updates posten auf Twitter bezüglich verschiedenster Thematiken, sondern dass sie eben auch anfangen, verschiedene Partnerschaften aufzubauen. Das ist natürlich ein wichtiger Schritt um in der aktuellen Zeit eben einen Platz zu finden und vor allem eben auch kontinuierlich wachsen zu können. Und du siehst es hier gerade schon: Adex Pro hat sich in dem Fall mit dem Cotti Network nun zusammengetan und in dem Fall eben auch wichtige ja, Elemente miteinander verbunden. Und wenn du dich fragst, was ist eigentlich Cotti, dann ist das relativ einfach zu erklären: Cotti vermarktet sich selber als die erste FinTech-Plattform für Unternehmen, die es Unternehmen ermöglicht, ihren eigenen, ihre eigene Zahlungslösung zu entwickeln und jede Währung zu digitalisieren, um Zeit und Geld zu sparen. Und Cotti ist wohl eine der weltweit ersten Blockchain-Protokolle, das für dezentralisierte Zahlungen optimiert und die Verwendung durch Händler, Regierungen, Zahlungs-D-Apps und Stablecoin-Emittenten konzipiert wurde. Also man sieht definitiv eine spannende Zusammenarbeit, die letztendlich beide sicherlich hier gut nutzen können, um davon zu profitieren und auch das sind natürlich wichtige Schritte, um eine Dex überhaupt ja, massentauglich zu machen. Man muss natürlich Aufmerksamkeit generieren und man muss auf der anderen Seite natürlich auch eine schicke GUI haben, also eine Benutzeroberfläche und man braucht auf der anderen Seite natürlich auch eine gute Lösung, die besser funktioniert als vielleicht die andere Dex, die gerade gelauncht worden ist. Am Ende können die beiden aber natürlich Natürlich auch koexistieren und ich bin sehr gespannt, was wir hier in Zukunft noch diesbezüglich sehen werden. Denn wir wissen nun mal, dass gerade der Bereich DeFi, äh, alles was also rund um Smart Contracts passiert, das Maß aller Dinge gerade ist. Alle versuchen in diesen Bereich vorzudringen und hier immer mehr Projekte zu starten. Und deswegen sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir uns die ganzen Daten angucken, Value Locked Index, hier sind leider die ganzen Plattformen auf der Cardano Blockchain noch nicht aufgelistet. Das wird aber in Zukunft sicherlich noch passieren, dass eben der Trend dahin geht, dass die Werte hier kontinuierlich steigen und dass immer mehr User eben dezentralisierte Exchanges nutzen, weil in dem Fall eben ja im besten Fall keiner eine Kontrolle darüber hat und man dadurch auch in gewisser Weise versucht, sich selber zu schützen, Anonymität zu gewährleisten und diese ganzen Themen eben ja letztendlich umzusetzen. Du siehst auf jeden Fall, dass es hier gerade ganz schön nach oben geht, egal wo wir aktuell hingucken, die meisten Exchanges, die können auf immer mehr Kapital zurückgreifen, das in dem Umfeld hier eben eingezahlt wird. Wir sehen aber auf der anderen Seite eben auch, dass allgemein Smart Contracts auf verschiedenen Blockchains immer weiter an Wert gewinnen. Also immer mehr Kapital wird letztendlich bereitgestellt, auch obwohl wir hier letztens einen Abverkauf gesehen haben. Das passt aber relativ gut zu dem Crash, den wir auch am Bitcoin oder allgemein am Kryptowährungsmarkt gesehen haben. Also hier gibt es äh, definitiv eine hohe Korrelation, wenn du meine letzten Videos verfolgt hast. Das dann weißt du, dass ich darüber schon häufig gesprochen habe. Und hier freue ich mich dann auch endlich darauf, wenn hier Cardano letztendlich mit aufgeschlüsselt ist. Das wird sicherlich noch zwei, drei Quartale dauern, bis wir noch ein größeres Ökosystem haben, noch mehr Projekte, die gestartet worden sind und auch weitere Probleme, die gelöst worden sind. Und dann wird hier sicherlich Cardano auch mit aufgeschlüsselt. Und ich erwarte vor allem durch mehr Projekte, die gestartet werden und mehr Kapital, das gelockt wird, dass eben Cardano auch in Zukunft weiter nach oben steigt wieder in die Top 5 nach vorne kommt und dann auch tatsächlich das alte All-Time High wieder angreift. Das wird sicherlich nicht in den nächsten Wochen passieren und vielleicht auch nicht in den nächsten Monaten, aber long term, wenn tatsächlich immer mehr sich dazu entscheiden, auf Cardano zu entwickeln und weitere Projekte zu starten, die Utility haben, also Mehrwerte letztendlich bieten, dann erwarte ich schon, dass eine Preissteigerung zu erwarten ist und auch zu sehen ist. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Cardano entwickelt sich äh, zu einer der interessantesten Kryptowährungen überhaupt. Neben dem Aspekt des Stakings, wo über 70% aktuell gelockt sind, haben wir auf der anderen Seite die Weiterentwicklung der Smart Contracts und auch super wichtige Anpassungen von IOHK, um das Thema Skalierbarkeit oder allgemein Performance eben weiter zu steigern? Und diesbezüglich bin ich super optimistisch, dass hier die richtigen Schritte gegangen werden. Aber es kann natürlich theoretisch auch in die Hose gehen, so fair muss es man natürlich sein. Doch was denkst du eigentlich über die aktuelle Entwicklung in Bezug auf Cardano? Glaubst du, dass sie die richtigen Wege gehen oder doch? Eher gerade den falschen Weg eingeschlagen haben, schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare. Dass Everdome mit zu den interessantesten Projekten im Metaverse äh, gehört, das wissen wir alle. Es gibt unglaublich viele Medienberichte zu dem ganzen Thema und Everdome ja, wird immer weiter in die Mitte der Kryptowelt gerückt. Das ist jedenfalls mein Gefühl. Und das liegt natürlich auch vor allem an dem Team, was dahinter steckt, und mit einem Gründer, der sich eben bereits mit MetaHero einen Namen gemacht hat. All die bereits in der Vergangenheit sich dazu entschieden haben, in MetaHero. Zu investieren konnten unglaubliche Profite mitnehmen. Das ist natürlich kein Garant dafür, dass es bei Everdome ebenfalls passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch. Es gibt endlich neue Informationen auf der Webseite, das könnt ihr euch ganz gerne nochmal in Ruhe angucken, denn das Ganze zeigt eben ganz klar, welche Entwicklungsschritte hier gerade gegangen werden und eben auch, wie weit denn aktuell die Roadmap eigentlich ist. Doch viel wichtiger ist es natürlich, dass nun Everdome am 8. Februar dann auf OKX gelistet wird. Eine Information. Die du sonst nirgendwo findest und die natürlich auch sich auf den Preis von Everdome auswirken wird. Außerdem haben wir schon mitbekommen, dass Everdome nun zum Beispiel auf Forbes gelistet wird bzw. gefeatured wird. Auch hier wird es einen unglaublich interessanten Artikel oder gibt es einen unglaublich interessanten Artikel. Natürlich kann man sich in gewisser Weise auf diesen Plattformen einkaufen. Trotzdem ist das natürlich etwas, was letztendlich für Sichtbarkeit eben steht. Und Sichtbarkeit bedeutet natürlich auf der anderen Seite, wieder andrang und eben im besten Fall mehr Investoren, die sich mit dem Thema aktuell beschäftigen. Neben diesem Artikel, der gelauncht wird, ist es eben auch so, dass sie sich nun ja in dem Fall auditieren lassen von Certic und das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt, um in der Industrie Akzeptanz zu finden und auf der anderen Seite eben auch allen Investoren Sicherheit aufzuzeigen. Also auch hier gibt es einen entsprechenden Report, den ihr euch dann in Ruhe mal angucken könnt. Wichtige Schritte, die eben gegangen werden. Parallel dazu wissen wir eben auch, dass Everdome dann auf CoinGecko gelistet wird. Auch das wird am 8. Februar dann spätestens passieren, denn am 8. Februar findet nun mal der Launch auf OKX statt und auch auf CoinMarketCap wird Everdome dann live sein. Das heißt also zum Start haben Sie dann direkt das komplette Potenzial, von allen gefunden zu werden, sich die Charts in Ruhe anzugucken und dann entsprechende Entscheidungen zu treffen. Also egal, wo wir hinblicken, es geht gerade in die richtige Richtung. Everdome trifft hier scheinbar mit ihrem Team die richtigen Entscheidungen. Und diese Entscheidungen, die helfen natürlich allen Investoren letztendlich dazu. Weitere Profite mit aus dem Markt zu nehmen. Ich bin sehr gespannt, wie der Launch am 8. Februar dann stattfinden wird, wie das Ganze läuft und vor allem, wie sich der Preis entwickelt. Wie wir es normalerweise kennen, ist das halt häufig so, dass wir gerade zum Marktstart einen unglaublich starken Pump eben erleben, dann erstmal einen kleinen Downtrend und anschließend wieder doch den Aufbau, wenn eben mehr zu dem Produkt und dem eigentlichen Projekt eben bekannt wird. Ich bin sehr gespannt und werde euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Gut, ich hoffe, dir hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, dann lasst doch gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert natürlich auch die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen.